Als ich weiter den Aushub untersucht habe, fiel mir auch noch eine Axt auf, woraufhin ich direkt unseren Stadtarchäologen Bodo Zehm kontaktiert habe. Der Schatzfund, den wir hier geborgen haben, das war gleich von Anfang an erkennbar, ist absolut einzigartig, denn aufgrund der kurzen Recherchezeit, die dafür notwendig war, wurde deutlich, dass er aufgrund seines Umfangs und seiner Zeitstellung in Deutschland absolut ohne Parallelen ist. Wir haben hier drei verschiedene sogenannte Lunulae. Das heißt, es sind halbmondförmige bis kreisförmige Objekte, die vermutlich als Brustschmuck getragen worden sind. Die ersten Messungen machen wir mit zerstörungsfreien Methoden, wie hier diese Röntgenflusszenzanalyse. 98% Kupfer, 1,5 Arsen, 0,1 Blei. Die weiteren Arbeiten werden im Wesentlichen sich darauf beziehen, die gesamte Fläche, auf der hier dieses Regenrückhaltebecken gebaut werden soll, komplett bis etwa auf dieses Niveau abzubaggern. Im Moment läuft gerade noch die Vorbereitung, die Herrichtung dieser Fläche, in dem der Mutterboden abgebaggert wird. Ja, da drüben ist jetzt unser provisorischer zentraler Arbeitsstand. Man sieht jetzt auf der Fläche schon so verschiedene kleine Markierungen in Form von weißen kleinen Schildchen. Hier haben wir schon die erste Verfärbung, kann man ganz gut erkennen. Hier ist der Boden wesentlich dunkler, zieht sich so kleinflächig um diese Markierung herum. Meines Wissens, es gibt sehr, sehr wenige Hortfunde, die richtig sauber dokumentiert wurden. Und wir haben jetzt hier die Chance wahrgenommen, mit einer Blockbergung, die wir dann auch im CT, mit so einem Industrie-CT durchleuchten konnten. Wir sind natürlich unglaublich gespannt auf die Ergebnisse, die dieser ganze Fund jetzt bringen wird. Diese Bronzen, die lassen wir erstmal stehen. Also alle Befunde, alle Funde, die wichtig sind, lassen wir stehen und graben ringsherum tiefer, bis wir an das Ende des Befundes kommen. Wir wissen ja im Moment noch nicht, wie weit das runtergeht, was uns da alles noch erwartet. Und da sind wir natürlich auch gespannt drauf. Wir wollen ja versuchen, möglichst viel über den Fund zu erfahren. Dann pinsel ich jetzt hier mal frei. Da haften immer noch Sandkörner an, aber langsam kommt die Fläche zum Vorschein. Das Tolle ist, dass in diesem Bereich jetzt auf Höhe der Funde organische Materialien kommen. Was man hier jetzt ganz schön sieht in diesem CT ist, das sind also diese im Anschnitt, so dieser Blechschmuck. Und am Ende ist der so umgeknickt, hier auch. Da kommt es schon. Jetzt muss ich so wirklich immer vorsichtiger werden. Das ist ja auch diese Zeit, die wir so fassen können, wo sich so Eliten herausbilden, wo plötzlich eine, ja, wie wir so schön sagen, stratigraphische Gesellschaft sich herausbildet mit einflussreicheren, reicheren Leuten. Das spiegelt sich ja auch in den Gräbern wieder. Das hatten wir ja eigentlich in der älteren Phase der Jungsteinzeit so stark nicht, konnte man das so nicht sehen. Eine spannende Umbruchzeit auch, sozusagen am Vorabend vor den Metallzeiten.